Man kann wirklich nicht mit Bravheit oder mit den Regeln, die in der Familie ausgegeben werden, kann man nicht Künstler werden. Das geht nicht. Man muss dieses Einvernehmen stören. Ich sage ja immer, man muss asozial sein oder sich asozial verhalten. Das ist auch richtig so. Georg Baselitz ist Künstler, ein weltweit bekannter deutscher Künstler. Er ist unverwechselbar, ein ganz großer seiner Generation. Sein Werk ist gewaltig, in Jahrzehnten gewachsen, widersprüchlich und spannungsgeladen. In seiner Druckerei arbeitet er an neuen Radierungen. Das Motiv heißt, Richard Wagner malt ein Pferd. Die Kupferplatten fertigt Baselitz in Aquatinta-Technik, bei der die Umrisse mit Säure geätzt werden. Vor 2 Jahren, das sind Bilder entstanden, die teilweise auf Silber- bzw. Aluminium gemacht sind. Vor 1,5 Jahren habe ich gedacht, dass ich eine Reihe Radierungen mache davon. Also es ist nicht eine Arbeit parallel, sondern fortgesetzt über einen längeren Zeitraum. Das hat ein bisschen was mit Arbeitspause zu tun oder sag mal mit der Zeit, wo mir nichts einfällt. Das hat aber auch zu tun ein bisschen mit meditativem Anfüllen von dieser langweiligen Zeit und so mache ich immer die Grafik. Seit 1969 stellt Georg Baselitz seine Motive auf den Kopf. Konsequent, kraftvoll, radikal. Er macht jedes Bild zu einer Herausforderung, einem Wagnis. Er stößt Gültiges um, bricht Tabus, irritiert die Seherfahrung. Die Bilder werden nicht einfach nach dem Akt des Malens umgedreht. Sie werden, wie es der Verlauf der Farbe zeigt, auf dem Kopf gemalt. Mit kraftvoll expressivem Pinselstrich oder unmittelbar mit den Fingern. Der Prozess des Malens wird spürbar. Georg Baselitz will nicht abstrakt malen, will den Gegenstand nicht verlieren. Seine Motive sind zu erkennen, doch ändert die Umkehrung ihre Bedeutung, verschafft der Malerei Freiraum. Wie ist Ihr Blick heute auf die Umkehrung der Motive? Mein Blick ist derselbe geblieben, nur 1969, glaube ich, habe ich das erste Mal das gemacht. Und ich vermisse immer noch eine ernsthafte Auseinandersetzung damit, weil ich denke nach wie vor, das ist ein Programm, was ich da vorgestellt habe, was weiterträgt oder mehr braucht als ein Maler.
Weil ich finde diesen Kompromiss, den Maler eingehen, indem sie etwas machen, was man in die Landschaft stellen kann, im Vergleich, diesen pädagogischen Vergleich, das finde ich ganz schlecht für die Kunst. Ich finde das kompromittierend. Ich finde, eine Landschaft zu malen muss diesen Vergleich der gemalten Landschaft nicht aushalten. Das sollte nie in die Verlegenheit dieses Vergleichs kommen. Und das betrifft Porträts natürlich ebenso und Stillleben auch. Und deshalb ist diese Umkehrung doch wirklich eine intellektuelle Maßnahme, über die man sich ein paar Gedanken machen soll. Sie ist mir damals spontan eingefallen, so spontan war es nicht, aber sie ist mir eingefallen, weil ich dieses Problem der Verwechslung erkannt habe und ich wollte das nicht. Und als Surrealist kann ich das nur verkehrt rum. Und das, so fing das ja an. Und das Bild, was da steht von 1970, ist zum Beispiel so gemeint. Der Wald ist eines der ersten Motive, das Baselitz von seiner Schwerkraft befreit, der traditionellen Sehweise entzieht. Er nennt das Bild der Wald auf dem Kopf. Das Motiv, der Gegenstand, ist nicht mehr wichtig, aber für den Künstler unverzichtbarer Ausgangspunkt seiner Werke. Suggestiver Kraft ist der Trommler. In strahlendem Gelb gegen das bedrohliche Schwarz, kraftvoll mit roten Fäusten ankämpfend. Was verkündet der Trommler, der am Rand zwischen hell und dunkel steht, fällt oder schwebt? Bei Kriegsende ist Georg Baselitz 7 Jahre. Er kommt aus dem sächsischen Dorf Deutsch-Baselitz, heißt Hans-Georg Kern und ist Sohn des Schullehrers. Für die Hitlerjugend ist er noch zu jung. Im Arbeiter- und Bauernstaat wird er Mitglied der Freien Deutschen Jugend. Später macht er den Dorf zum Künstlernamen. Ich erinnere meine Kindheit angenehm, denn ich hatte alle Freiheiten, die man jetzt nicht mehr haben kann. Ich war den ganzen Tag unterwegs, draußen. Allerdings gab es eben ganz viel Kriegsmaterial, was da so rumlag, in der Umgebung, in den Wäldern, im Haus, im Hof, überall. Wir waren gut ausgerüstet. Ich habe auch am Kopf da noch so eine Narbe. Also wir waren richtig gut bestückt mit Waffen, bis zu ganz schwer. Also wir hatten 8,8 Artilleriemunition, das sind so ganz große Patronen, und es war ein Spaß, die zu entschärfen. Das haben wir gemacht. Aber gut. Mein Vater war im Krieg und dann in Gefangenschaft, im Lazarett und dann im Gefängnis auch noch. Ehe der wirklich erzieherisch eingreifen konnte, war es eigentlich schon zu spät. Meine Mutter übernahm mir das Amt von meinem Vater, wurde also Schullehrerin an dieser Schule, wo ich da geboren bin und aufgewachsen bin. Also das war ein sehr, sehr freier Zustand, in dem ich mich befand. Ich hatte schon ziemlich zeitig das Bedürfnis, irgendjemand Besseres sein zu wollen oder mich irgendwie anders darzustellen als die anderen. Und da ich fast alle Dinge verweigert habe, die man durch Lernen hätte erreichen müssen, blieb mir nichts anderes übrig, als das zu machen, von dem man meint, es kann jeder malen oder zeichnen. Aber immerhin, das war der Anfang. Thank you.
Seit 1975 lebt Georg Baselitz mit seiner Familie in Niedersachsen auf Schloss Derneburg, einer ehemaligen Klosteranlage, umgeben von Wiesen, Wäldern und Teichen. Seine beiden Söhne sind hier aufgewachsen. Der Künstler empfindet die Stadt als Ablenkung, zieht die ländliche Zurückgezogenheit vor. Lange Zeit ist der weiträumige Rittersaal sein Atelier. Später lässt er sich das großzügige Ateliergebäude mit der Druckerei errichten. Georg Baselitz lebt mit seinen Werken. Zwei Jahre lang zeichnet er die Hunde von Derneburg. Ein Motiv, mit dem er sich schon in frühen Arbeiten befasst hat. Widersprüchlichkeiten, Brüche und Spannungen sind für den Künstler prägend. Genauso sind es Bindungen an Orte, Bindungen an Menschen. Die Arbeit mit der Erinnerung ist ihm wichtig. Man sagte immer, alles sei offen und man könnte alles Mögliche tun, man könnte auch woanders hingehen. Wenn man zu säumig ist und das nicht früh genug tut, kann man nirgendwo mehr hingehen. Es gibt wirklich enorme Bindungen, bei mir jedenfalls hat es diese enormen Bindungen gegeben, die ganz wichtig sind für meine Arbeit. Und für mich war ja schon dieses in den Westen gehen müssen eine ziemliche Last, weil ich wollte absolut nicht und ich verlor einfach ein Stückchen von dem, was mich ausmacht. Also habe ich mich versorgt mit Fotos oder mit der Literatur, mit den Heimatkundeheften von damals, die man hier im Antiquariat kaufen konnte, um einfach meine Motive nicht zu verlieren. Der 19 Jahre junge Mann, überzeugt von der DDR und dem sozialistischen Realismus, muss wegen gesellschaftspolitischer Unreife die Ostberliner Kunsthochschule verlassen. 1957 wechselt er, zunächst nur ungern, an die Hochschule der Bildenden Künste in Westberlin. Baselitz studiert bei Professor Hans Trier, lernt abstrakte Malerei kennen, sieht Bilder der amerikanischen Maler Jackson Pollock, Mark Rothko, Willem de Kooning. Auf die neuen Eindrücke reagiert er mit Rückzug. Zu seinen Freunden zählen die Maler A.R. Penck, Gerhard Richter und Markus Lüpertz, sowie der junge Galerist Michael Werner. Bald lernt er Elke Kretschmar kennen, Studentin aus Dresden. 1962 heiratet das Paar. Der erste Sohn kommt auf die Welt. Die junge Familie lebt äußerst bescheiden. Sie haben öfter gesagt, ich bin zwei Deutsche. Meint das die Prägungen vom Osten und vom Westen? Also zunächst mal, Deutsch sein war nicht sehr dienlich, wenn man irgendwo was erreichen wollte. Also möglichst war man dann keiner. Und dann habe ich gesagt, nein, ich bin nicht nur einer, sondern ich bin sogar zwei. Um das Ganze noch ein bisschen zu verschärfen. Und den Erfolg, den ich habe, oder den, ich sage jetzt mal, wir im Plural, den wir haben, war ja nicht vorauszusehen. Es gab nicht ein Schimmer von Licht für diesen Erfolg. Ich hatte mich eingerichtet eigentlich so, wie man sich damals nur einrichten konnte, in der Hoffnung, dass man jobben muss, also irgendeine Arbeit macht und dann seine Bilder malt. Und die westdeutsche Situation brauchte diese Kunst wirklich nicht. Es gab ja nicht nur eine Besatzung, sondern es gab auch eine ideologische Besatzung oder Besetzung. Es gab diesen enormen amerikanischen Einfluss in der Kultur, speziell in der bildenden Kunst, der überall sichtbar war. Es gab keine deutsche Kunst. Baselitz will provozieren, schreibt das pandämonische Manifest. Zeigt in seiner ersten Einzelausstellung die große Nacht im Eimer, ein onanierendes Männchen mit riesigem Geschlecht. Das Bild wird beschlagnahmt. Der Fall Baselitz sorgt 1963 in Berlin für Schlagzeilen. Das prüde Nachkriegsdeutschland will diese Kunst nicht.
der Vorwurf, deutsch zu sein, mit denen müssen Sie irgendwie rechnen, mit dem müssen Sie fertig werden, sobald er kommt. Es geht es nur darum, wie verteidigt man sich, was lässt man sich einfallen. Und ich habe einfach geguckt, wie sieht deutsche Malerei aus. Und habe angefangen, wo man anfängt, mit Dürer und Kranach, im Vergleich zu italienischer zeitgleichen Malerei oder französischer oder englischer Malerei. Und da ist deutsche Malerei auffällig. Und ich sage, deutsche Malerei ist auffällig, weil sie hässlicher ist als die anderen genannten. Und hässlich ist sie aus ganz bestimmten Gründen, weil sie nicht lebensgroß arbeitet, sondern verkleinert, weil sie in einer ganz besonderen Form abstrahiert, weil sie Menschen meist in Landschaften stellen, in denen sie gar nicht, in die sie gar nicht hineingehören und so weiter. Trotz aller Kritik, Zeitgeist und Moden macht Baselitz, der Anachronist, weiter gegenständliche Bilder. Er beschäftigt sich mit Vorläufern des Surrealismus wie Antonin Artaud und dessen schmerzender, quälender Seinserfahrung. Ab 1965 entstehen die Heldenbilder oder neue Typen. Junge Männer mit kräftigem Körperbau, die dennoch verletzlich und angreifbar wirken. Es sind keine Sieger, es sind Antihelden, in Lumpen und Fetzen gekleidet, Überlebende der Schlachten. Kriegsversehrte mit Holzbein in Trümmerlandschaften. Heimatlose, rührende Gestalten, die unter den Nachwirkungen eines Krieges leiden. Nach der deutschen Wiedervereinigung erfährt Georg Baselitz, dass er bis zu seinem Weggehen aus der DDR 1957 bespitzelt wurde. Sein damaliger Schulfreund war Hauptlieferant von Berichten. Für den Künstler ein Anlass, sich zu erinnern. Meine Eltern waren gestorben, leider, muss ich sagen, weil es wäre eine große Genugtuung gewesen, natürlich für meine Eltern, diese Hintergründe da nachzulesen. Und ich hatte dann so das Gefühl, also ich habe mich nicht recht verhalten. Also ich müsste etwas wieder gut machen. Ich habe mich nicht recht verhalten, weil mir waren diese Kontakte nach dem Osten lästig. Ich mochte das nicht. Ich wollte meine Ruhe haben. Ich wollte nichts von denen wissen. Ich wollte nicht immer diese Päckchenschickerei und all diesen Draht nach drüben. Ich war froh, dass ich selber zurechtkam. Und dann plötzlich dieses, und dann musste ich sagen, meine Güte, Junge, du hast einiges nachzuholen. Und was kann ich machen, was kann man als Künstler machen? Also das Päckchen zu schicken ging ja nun nicht mehr. Und auch Geld zu schicken ging ja nun nicht mehr. Also habe ich angefangen, das in meinen Bildern zu verarbeiten. Ich habe einfach Bilder gemalt, indem ich die Porträts gemalt habe, in der Situation, an die ich mich erinnere, Ende der 30er Jahre, 40er Jahre Kriegszeit, meine Geschwister, meine Eltern und so weiter. Dafür habe ich ein bestimmtes Maß entwickelt, ein Bildermaß. Dafür habe ich eine bestimmte Technik neu benutzt, Aquarelltechnik kann man sagen, aber in sehr, sehr großen Rahmen, nur möglichst keine Schwere aufkommen zu lassen, um diese Sentimentalität wirklich fließen zu lassen. Das sollte wegschwimmen.
in der Farbe. Das war wieder ganz eigensinnig. Ich habe einfach wieder einen Stoff gehabt. Aber den Bildern sieht man nicht an, dass sie aus dieser Situation kommen, die ich da gerade schildere. Alte Familienfotos dienen diesen Bildern als Vorlage. Eine Arbeitsweise, die Georg Baselitz sich früher verboten hätte. Er setzt sich mit seiner Geschichte auseinander. Ein Erinnerungsprozess, den er vielleicht in jüngeren Jahren nicht zugelassen hätte. Bis zu diesem Zeitabschnitt, dem Lebensabschnitt dieser Alterszeit, habe ich gearbeitet, und das war auch teilweise mein Programm, mit Aggression und Verteidigung, Abwehr. Und das fällt weg, vollständig. Also es gibt eine ganz, ganz neue Situation und entsprechend ein neues Programm. Und es gibt natürlich eine viel größere Freiheit. Es gibt also mehr Chancen, etwas zu machen als vorher. Diese Enge ist weg. Es ist plötzlich sehr weit geworden, es ist alles sehr offen geworden. Und das, was ich vorher verbot, durfte ich dann machen. Habe ich mir selber zugestanden. Und das ist bis heute so geblieben. Und ich muss sagen, dass diese Midlife-Krisenzeit, sofern sie jetzt noch anhält, eigentlich die interessanteste Zeit war in meiner Biografie, meine Arbeit betreffend. Und mein Zustand betreffend. Erste Betrachterin neuer Arbeiten ist immer seine Frau, Elke Baselitz. Fertig, ja? Fertig. Fährst du noch durch? Ja, wo? Ich bin noch drin. Daneben. Ja, das ist eine Behauptung. Herrlich. Ja, von allen Seiten schön. Rundherum schön. Sieht zwar schön aus von hinten, aber sehr schrecklich. Das ist eine 5:12 Darstellung. Ja, grauenvoll. Eine Vanitas-Darstellung. Das ist ja entsetzlich. Wie das Ehepaar Burgmeier in Wien im Hohlspiegel. Und die waren erst 50, habe ich nachgerechnet. Lassen den. Sehen aus wie 80. Zwei. Bitte. Ja, du nicht. Sind die Schuhe nicht schön? Die Schuhe sind herrlich. Ja, finde ich auch. Und die Brustwarze an der Seite ist auch gut. Ist gut. Und das Nasloch. So. Ja. Das ist ein Kroko-Armband. Ich habe mir Mühe gegeben. Mhm. Ja. Nicht schlecht, also mach dann mal die andere Skulptur. Über die Arbeiten? Nee, eigentlich spricht er wenig drüber. Aber ich weiß doch genau, was entsteht. Wir leben ja so eng zusammen, dass man es nicht beschreiben kann. Wir sind ja wirklich 24 Stunden zusammen. Kann sein, Tag und Nacht, das sind vielleicht in unserem ganzen über 40 Jahren 30 Tage gewesen, die wir da nicht zusammen waren. Und nicht, dass wir uns jetzt nicht unterhalten, wir unterhalten uns, wir streiten uns, alles Mögliche. Aber das kommt automatisch, weiß genau, was er macht. Die Doppelporträts des Malers und seiner Frau entstehen 2002. Es ist das Jahr, in dem sie ihren 40. Hochzeitstag feiern. Thank you.
Es gibt ja nicht nur einen Weg, sondern es gibt viele Wege und es gibt vor allen Dingen auch Umwege. Und ich denke, aus diesem Geflecht gut rauszukommen, braucht man gute Hilfe. Und das sind auch die Kinder, aber es ist vor allen Dingen zunächst mal der Nächste und das ist die Frau oder der Mann, also in dieser Kombination. Es ist meine Frau und das betrifft auch Unsicherheiten, meine eigenen, Kritik an meiner Arbeit, Unsoliditäten, die dann auftauchen können. Also solche Sachen sind schon sehr wichtig in dieser Korrespondenz oder in diesem Dialog, weil außerdem dieses Empfinden des anderen für die eigenen Probleme ist enorm. Also die Sensibilität, die da im Laufe des Lebens entstanden ist, ist wirklich hochgradig. Und insofern würde ich sagen, habe ich großen Respekt vor dieser Kombination. Also man kann das, also für mich ist es sehr, sehr wichtig. Die ersten Porträts, die Baselitz auf den Kopf stellt, sind die von Elke und engen Freunden. Seine Frau ist durchgehendes Motiv seiner verschiedenen Schaffensphasen. Er kennt Tradition und Geschichte der Malerei sehr genau. Setzt sich mit den großen Franzosen des 19. Jahrhunderts, Delacroix und Géricault, mit dem Expressionismus, mit Edvard Munch auseinander. Als Maler muss er die Tradition der Bilder beiseite schieben, damit neue Bilder entstehen können. Seine erste bildhauerische Arbeit gestaltet Baselitz 1980 für den deutschen Pavillon der Biennale von Venedig. Er nennt seinen Entwurf Modell für eine Skulptur. Ähnlich wie die Maler Picasso, Matisse, Kirchner oder Schmidt-Rottluff greift er Formen der afrikanischen Volkskunst auf. Auch als Bildhauer sieht er sich in Traditionen, mit denen er umgeht, bricht und die er für sich neu bestimmt. Das Modell lässt alles offen. Die Umrisse sind nur in den Holzblock eingeritzt. Archetypischer Zeichenhaftigkeit ist der große Kopf des Sonderlings, eines beschädigten Helden. Die Bemalung ist sparsam, hebt Details hervor, spielt mit dem Volumen. Sein Menschenbild schlägt und sägt er kraftvoll aus den Holzstämmen heraus. Unbeholfen und zugleich beherrschend steht die überlebensgroße Frauengestalt im Raum. Baselitz nennt sie Mondrians Schwester. Rohe Einschläge und grobe Einschnitte formen die Skulptur, gleichen gezielten Verwundungen. Die Arbeit am Holz ist nicht nur spontan und aggressiv. Hier gehen langes Nachdenken und genaue Skizzen voraus.
Der Bildhauer befreit die Figur aus dem Baumstamm. Tief dringt er in sein Material ein und zerstört dessen natürliche Struktur. Jetzt habe ich neuerdings einen Versuch gemacht, ich mache eine meine Skulptur und Elges Skulptur als fast naturalistische Modellplastik, nur vergrößert in Holz und konzipiert das als Upside-Down auf dem Kopf. Und das habe ich gemacht und war eigentlich auch ganz zufrieden, bis nach längerem dann wirklich hinschauen, nicht beim Arbeiten, sondern beim Hinschauen, sich einfach das Volumen nicht einstellte. Es war keine Skulptur, sondern es war ein Mensch auf dem Kopf, der Kopfstand macht oder was ähnliches. Lächerlich ist eigentlich. Eben auch zu viel Dramaturgie. Und dann sagte Michael Werner, er kennt das Problem oder er kann sich vorstellen, wo das Problem liegt. Das Problem ist der Raum. Weil eine Skulptur normal sich befindend, also Füße unten, Kopf oben, definiert den Raum, in dem sich befindet, mit. Weil der Raum sich darstellt durch Himmel und Erde oder Fußboden und Decke und so weiter. Wenn man eine umdreht, muss man den Raum mitmachen. Man muss den Raum nachliefern. Und ich denke, das ist eine gute Idee. Das habe ich noch nie gemacht. Ich habe dann aufgehört. Ich habe abgebrochen, ich habe die Skulptur wieder auf die Füße gestellt. Nun hat sie enorm große Füße bekommen, weil die eigentlich für oben gedacht waren. Aber sie machen auch stehend einen wunderbaren Sinn. Warum haben Sie denn die Skulptur, die da war, im Sommer zersägt? Weil sie nicht gut war. Schade, aber es war eine mühsame Arbeit, war eine schwere Arbeit, um das wegzuschmeißen. Das ist schon hart. Also mir kommt das auch sehr hart. Ich habe lange gebraucht, um zu kapieren, das Ding muss weg. Es waren insgesamt 5, die ich zersägt habe. Alle von dieser Größe, das arme Holz. Baselitz arbeitet in der ersten Phase allein an den Radierungen. Dann kommen sein Drucker Nils und dessen Assistentin aus Kopenhagen. Gemeinsam machen sie Probedrucke bis zur endgültigen Fixierung der Platte. Die Auflage ist klein, zwischen 5 und 10 Abzügen. Hart, wir haben ein anderes Schwarz reingemischt. Was gut jetzt. Aber das eigentlich hat, finde ich, die Plattenzone ist auch ein bisschen besser. Ja, stimmt. Ist gut. Also fast diese Einzelblätter da, fast zu kalt. Ja, jetzt hast du ja auch den Ton von dem Rot. Ja, ja, aber da. Der hier, guck mal, das ja, ja. Multipliziert sich jetzt. Was schon? Georg Baselitz, bis vor einem Jahr Professor an der Kunsthochschule Berlin, ist leidenschaftlicher Sammler von afrikanischen Skulpturen und von Radierungen des italienischen Manierismus, der Bella Maniera. Die Blätter seiner wertvollen Sammlung manieristischer Grafik liegen in 2 Bildbänden vor. Also
Also es gibt vielleicht ein bisschen anders als in meiner Sammlung Afrika, in dieser Sammlung schon ziemlich viele Bezüge, die mit meiner Arbeit zu tun haben. Das ist zum Beispiel solch ein Holzschnitt in der Klerbskirmanier von 1547. Also das ist ein Druck von drei Platten, eine schwarze, eine braune und eine rote. Und die man versucht durch diese Weißhöhung und durch diese Tiefe der Zeichnung möglichst nahe zu kommen. Das fand ich eine interessante Methode. Gut, ich habe wieder borstigerweise mit Absicht Holzschnitte gemacht. Weil ich kannte schon Reproduktionsgrafik, Offsetdruck, Siebdruck der Pop-Artisten. Mhm. Und ich wusste, das galt als avantgardistisch. Und ich wollte eine andere Avantgarde dagegen aufbauen. Dass das keine Avantgarde geworden ist, mag sein, aber dass das wichtige Blätter von mir sind, ist unbenommen. Kraniche hoch droben ziehen am Himmel ihre Bahn. Schau einmal hin, schau zweimal hin und dann schau mich wieder an. Diese vier sind entstanden als Doppelung von dieser Platte. Also das ist eine Platte, jetzt habe ich eine zweite dazu gemacht mit diesen zwei Köpfen und wir haben das zusammengedruckt und gesehen, dass es nicht funktioniert. Also habe ich eine neue gemacht mit diesen vier. Die bleibt sicher drin, weil die ist als Zeichnung sehr gut. Ebenso diese, nicht in Rot, sondern in Schwarz, so wie sie da ist. Und was war bei dem Blatt hier die Kritik, wo Sie nicht ganz zufrieden waren? Da ist die zweite Platte, die Grauplatte, schlägt durch die Zeichnung. Und das ist nicht gut. Also müsste jetzt die schwarze Linienplatte neu bearbeitet werden. Das ging in dem Fall nur mit Kaltnadel, also indem ich mit einer Radiernadel in die Kupferplatte kratze. Das habe ich hier schon gemacht, aber eigentlich ist das eine Sache, oder ein Vorgang, den ich nicht sehr gerne habe, weil diese Zeichnung soll geätzt als Aquatinterton ganz leicht funktionieren. Wenn ich jetzt anfange zu kratzen, wirft das Schatten und bekommt eine andere Tiefe. Also ich glaube, das wird nichts hier. Und das hier? Das ist okay. Das ist wunderbar, da wird nur das Rot verändert. Das Rot ist zu kalt. Es wird ein sehr warmes Rot. Und das ist eine sehr schöne, leichte Zeichnung. Leicht und transparent sind die monumentalen Aquarelle. Sie sind entstanden zwischen März und Oktober 2002. Mit dem großen Format setzt sich Georg Baselitz über die Tradition des Aquarells als konventionell kleinformatiger Arbeit hinweg. Ein Thema des Zyklus ist das Pferd. Schon immer Malermotiv. Einsame Reiter, das Klischee des Cowboys, führen in Welten fiktiver Abenteuer. Mit lockerer, schneller Bewegung sind die Arbeiten gestaltet. Die weich fließende Technik des Aquarells steht im Gegensatz zu den scharfen Kanten der mit Tuschfeder ausgeführten Zeichnung. Thank you.
Wie ist der Blick auf das eigene Werk? Ich kann natürlich sagen, meine ganzen alten Bilder sind Mist, schmeiß die alle weg. Die will ich gar nicht sehen. Das gibt es. Solche Künstlerpositionen gibt es. Und meine ist nicht so. Meine ist eher umgekehrt. Ich würde eher sagen, was ich in den letzten Jahren gemacht habe, lass das lieber erstmal in Ruhe. Aber das mache ich wiederum auch nicht. Das kommt auch dazu. Also es gibt komischerweise zwischen all diesen so verschiedenen Dingen, die ich gemacht habe, auf einer Leinwand, gibt es doch einen roten Faden oder durchgängige Sachen oder sogar Wiederholungen. Auf alle Fälle, dass man sagt, ja, das ist alles von einem und demselben. Weniger die handschriftlichen Dinge, eher diese obskuren Auslegungen, die vorkommen. Und insofern, ja, was soll ich dann noch sagen? Wie würden Sie so einen roten Faden benennen? Was könnte das sein? Also was ist es? Ich schwärme für Surrealismus, und zwar die dadaistische Variante des Surrealismus. Das befremdet immer alle, wenn ich das sage, aber das ist eigentlich wirklich mein Programm. Also alles offen, alles möglich. Nur einen braucht es, der es macht, und das ist der Maler.